Willkommen zu den News der Woche. Schlechte News für Bleach-Fans. Die Anime-Serie wird ja aktuell in einem 2-Monats-Rhythmus bei KZ Deutschland veröffentlicht. Nun wurde es durch einen Eintrag bei Amazon komplett verändert und ist wirklich auf sehr weit hinten verschoben. Demnach sollte die 6. DVD-Box von Bleach an den 17. August erscheinen, was aber lediglich geändert worden ist auf den 22. Februar 2019. Den genauen Grund dazu wissen wir leider noch nicht. Wenn dazu etwas Neues kommt, halte ich euch natürlich auf den Laufenden. Hinzu ist das natürlich auch nicht alles, sondern auch die Anime-Serie Haitogenzo no Grimgar. Das erste Volume sollte nämlich schon am April 2018 bei uns im Handel erschienen sein. Doch dies wurde ja geändert und jetzt heißt es nämlich, dass die ersten zwei Volumes an den 28. September 2018 bei uns auf Blu-ray und DVD erhältlich sein werden. Die Sprecher zu der Serie sind noch nicht bekannt, dennoch kann man die Serie auf Anime On Demand anschauen. Im Januar 2019 soll nun die zweite Hälfte der Anime-Serie The Piano No Forest anlaufen. In der Spring Season 2018 liefte die Anime-Serie in Japan mit den ersten 12 Folgen. Zudem heißt es nun, dass es eine Pause geben wird, bis Januar 2019, wie eben erwähnt. Animiert wird die Anime-Serie von Studio Gainax. Im Herbst 2018 soll die Anime-Serie mit den ersten 12 Folgen weltweit auf Netflix bei uns zu sehen sein. Am 7. Juli 2018 soll nun die 14. Folge von My Hero Academia ausfallen. Demnach wird es nun am 14. Juli weitergehen mit dem neuen Opening und zu dem neuen Arc des Animes. Zudem gibt es aber auch ein neues Visual, den ich euch natürlich nicht vorenthalten werde. Die zweite Staffel der Anime-Serie Sword Guide The Animation soll nun am 30. Juli 2018 auf Netflix veröffentlicht werden. Dazu wurden auch ebenso neue Character-Designs veröffentlicht, das ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Die Anime-Serie wird produziert von Land Q, zusammen mit DLA und Production IG. Seit März 2018 ist die erste Staffel auf Netflix verfügbar. Nachdem ich euch letzte Woche nun alles bekannt gegeben habe, was so Neues auf ProSieben Max anlaufen wird, so gaben die nun bekannt, dass ab dem 13. August 2018 nur montags bis freitags immer um 18.20 Uhr eine neue Folge der Anime-Serie Gintama zeigen. Zudem gibt es voraussichtlich nun einen Termin zum den Mahoka Kokono Retosai Film, der nun am 20. September 2018 im Online-Shop von Anime Planet erscheinen wird. Aber wann der Film beim Händler erscheinen wird, ist noch außer Frage. Dessen wird aber der Film auf der Animagic mit deutscher Synchronisation auf der Leinwand gezeigt. Der Publisher Ultraverse gab nun in der letzten Zeit ihre neue Manga-Serie für den Herbst 2018 bekannt. Zudem hätten wir beispielsweise die Manga-Serie Koiwa Ame Agari no Yoni, beziehungsweise auch genannt After the Rain, soll am 20. September 2018 bei uns erscheinen in Großformat, heißt die Manga-Serie wird 10 Euro kosten pro Band. Hinzu gaben die auch bekannt, dass die Light Novel-Serie Gamers bei uns erscheinen wird. Nicht nur das, sondern auch die Manga-Serie zu Gamers. Beide sollen am 20. September 2018 bei uns dann erscheinen. Natürlich wurden auch viel, viel mehr lizenziert, den ich euch natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt habe, natürlich chronologisch. Heißt, alles, was lizenziert worden ist, habe ich natürlich unten reingeschrieben. Vor Wochen berichtete ich darüber, dass zu der Anime-Serie Violet Evergarden ein neues Projekt in Arbeit sei. Zu der Zeit wussten wir leider noch nichts, doch jetzt ist es auch endlich bestätigt worden vor kurzem durch einem Promo-Video. Dort hieß es nun, dass im Januar 2020 ein Film veröffentlicht wird, der nicht nur in Japan erscheinen soll, sondern weltweit. Doch wo genau der Film erscheinen soll, weiß man zurzeit nichts. Spekulieren kann man natürlich, dass der Film weltweit auf Netflix veröffentlicht wird. Aber bis dahin haben wir noch Zeit. An den 10. August 2018 erscheint die Anime-Serie beim Publisher Universum Anime. Natürlich werde ich euch zu dem Film auf dem Laufenden halten. Auf einem Konzert zum Yuri on Ice Anime wurde auch in einem Livestream, das man weltweit sehen konnte, in einem Teaser das erste Visual zum kommenden Anime-Film Yuri on Ice The Movie Ice Adolescence. Der Anime-Film soll nächstes Jahr in den japanischen Kinos nun gezeigt werden. Dennoch wurde auf alle Fälle bestätigt, dass der Film die Fortsetzung des Animes sein soll. Weitere Details sind zudem nicht bekannt. Nun steht es auch endlich fest, die Anime-Serie Trinity Seven bekommt nun letztendlich einen zweiten Anime-Film. Vor Wochen berichtete ich ja auch darüber, dass dazu eine Ankündigung kommen soll und die hier ist es so. Weitere Details zum Anime-Film gibt es leider noch nicht, aber dazu muss man nur ein paar Wochen warten. Kommen wir nun mal zu den Highlights der News. In der 34. Ausgabe der Weekly Shonen Magazine wird nun der Fairy Tail Manga letztendlich auch fortgesetzt. Das erste Kapitel soll dessen 34 Seiten haben. Weitere Details sind zudem leider erstmal unbekannt.
Nun startet ja jetzt aktuell die Summer Season 2018. Welche Serien sind derzeit auch bei uns hierzulande im Simulcast? Crunchyroll lizenzierte die Serie Island, Hayakure no Hayato, Sayaku no Valkyria, Hanebado, How Not to Someone, A Demon Lord, Mr. Tonegawa Middle Management Blues, Yamano Suzume, Third Season, Walking Body Season 2, One Room Season 2, Yamishiba 6. Season, The Idolmaster Cinderella Girls Theater 3. Season, Monster Striker 3rd Season, Homes of Kyoto, Asobi Asobate und noch zu guter Letzt zeigt Crunchyroll Starlight Promise. Das hier ist nur ein Anime-Film. Netflix zeigt die Anime-Serie Baki aber erst im Herbst 2018 hierzulande. Hingegen wird am 4. August 2018 der Anime-Film Flavors of You weltweit auf Netflix gezeigt und wie eben erwähnt, Sword Guide Animation Season 2 startet am 30. Juli. Wakanim zeigt die Anime-Serie Free Season 3 und auch Cells at Work. Anime On Demand zeigt die Anime-Serien Senjushi, Chiyo-chan no Tsugakuru, Harukana Rekaif und Shingeki no Kyoshin Season 3. Das waren die News der Woche und die Summer Season geht jetzt an den Start und krasse Serien werden jetzt nicht so wirklich da sein, abgesehen von Attack on Titan oder auch für meine Aussicht Yoragiso no Yona-san, dazu später. Hingegen gibt es aber noch viele andere Serien. Ich meine beispielsweise Serien auf Amazon Prime, die da kommen werden, sind auch gut. Ich meine Granblue und Happy Sugar Life, das sind Serien, die wirklich, wirklich gut sind, wie genauso wie auch Banana Fish. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir wissen hier noch gar nicht und ich habe auch Amazon selbst gefragt, die wissen selber noch nicht, ob die Serien bei uns in Deutschland erscheinen, weil die haben davon echt gar keine Ahnung gehabt, dass die überhaupt noch existieren. Also wir wissen echt nicht, ob diese Serien auch bei uns im Simulcast drin sein werden. Demnach abwarten, aber wie gesagt, noch ein paar Serien werden immer wieder lizenziert. Also Crunchyroll wird noch ein paar weitere lizenzieren, noch eine Menge wahrscheinlich. Also beispielsweise werden die wahrscheinlich heute Abend noch eine Lizenz raushauen oder auch morgen früh wieder. Das ist immer so verschieden bei denen. Und Anime On Demand haut noch eine Serie raus mit Lizenzen, die KZ wieder übernommen hat. Und da hoffe ich ganz ehrlich, das wird Yuragiso no Jonas sein, weil ich brauche die Serie. Also mal ganz ehrlich, lizenzieren die Manga-Serie, also warum auch nicht die Anime-Serie? Muss man so genau bedenken und hingegen hoffe ich doch, euch hat die News gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn du dies auch mit dem Daumen nach oben bewerten würdest und wenn du noch auf diesem Kanal bist, dann lass doch gerne ein Abo da, damit auch keine News mehr verpasst. Ich zum Teil sage auf alle Fälle, habt einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.